Mein Name ist Dana. Das ist meine englische Bulldoggenhündin Nancy. Sie ist 7 Jahre alt. Und ich möchte gerne mit euch meine Erfahrung mit der Krankheit Morbus Cushing gerne teilen. Es fing letztes Jahr an, also im Prinzip genau jetzt vor einem Jahr, fing es bei ihr an, dass sie nachts unruhig wurde und etwas mehr trank und etwas mehr pullern wollte, aber es war noch nicht so massiv. Genau. Und dann bin ich daraufhin zum Tierarzt gegangen. Daraufhin wurde der erste Urintest gemacht, Blut abgenommen, der Leberwert kontrolliert und es war alles unauffällig. Meine Tierärztin sagte damals, dass es kein Cushing wäre, dass man halt nochmal Schilddrüse kontrollieren. Schilddrüse war dann halt auffällig, was aber auch mit Cushing in Verbindung steht. Daraufhin wurde sie dann auch auf Schilddrüse behandelt ein Vierteljahr. Was aber dann in eine komplett falsche Richtung ging. Ihr Hautzustand hatte sich dann im Mai drastisch verändert, also so April, Mai diesen Jahres drastisch verändert. Sie hatte dann eine ganz extreme Calcinosis cutis entwickelt. Es wurden 2 Hautbiopsien genommen. Es wurde auch nichts gefunden. Daraufhin sagte sie halt dann, meinte sie, dass es halt was Idiopathisches ist. Das bedeutet halt, dass es halt keinen Grund dafür gibt, dass halt diese Hautveränderung da ist. Sie war sich immer noch sicher, dass es kein Cushing ist. Ich bin dann, habe dann zu ihr gesagt, wir müssen dann weitere Tests machen. Sie wollte es erst nicht machen, aber dann hat sie es dann doch gemacht. Dann haben wir den Goldstandard-Test, den man halt, sag ich mal, mit bevorzugt beim Cushing, den sogenannten LDDS-Test gemacht. Der war dann auch negativ. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann eine gute Bekannte oder eine gute Ärztin über eine Facebook-Gruppe in Köln gefunden und kontaktiert. Und sie sagte dann zu mir, dass man unbedingt den ACTH-Test noch machen soll. Den wollte dann meine Tierärztin nicht mehr machen, weil sie sich zu 100% sicher war, dass es kein Cushing ist. Ich bin dann durch sie nach Leipzig gekommen in eine Tierklinik. Und wir haben dann dort den ACTH-Test gemacht und Bauchultraschall inklusive der Nebennieren und Nieren. Der ACTH-Test war dann positiv und auch die Nebennieren sind beide leicht vergrößert gewesen zu dem Zeitpunkt. Und daraufhin haben wir dann mit der Medikamenteneingabe dann angefangen und sind so langsam auf einem besseren Weg. Der Hautzustand ist extrem besser geworden. Ihre nächtliche Unruhe ist weg. Das vermehrte Trinken und Pinkeln war ja allgemein nie so viel bei ihr. Deswegen war das auch nicht immer der Indikator dafür. Ist aber auch wesentlich besser geworden. Und ja, genau. Ich habe jetzt vor kurzem noch einen CT machen lassen. Der Tumor bei ihr sitzt an der Hypophyse, ist auch leider schon, was heißt groß, halt fast 1 Zentimeter groß. Wir belassen es auch erstmal so dabei. Wir werden mit dem Medikament jetzt erstmal so weitermachen. Wir haben eine gute Basis gefunden. Genau. Und ich hoffe, dass wir das noch so viele Jahre gut hinbekommen. Genau, dass der Hund wieder fitter wird. Also sie ist schon wieder fitter geworden. Aber dass es halt noch ein bisschen besser wird. Genau. Und ich hoffe, dass ich anderen Mut zusprechen kann, gerne, dass ihr einfach dranbleiben müsst in der Diagnose, wenn euch die Ärzte wegschicken oder euch unsicher seid, geht zu einem anderen Tierarzt, lasst lieber gerne nochmal einen Test mehr machen als einen zu wenig. Genau. Und ja, und wir hoffen, dass wir hier noch ein paar Jahre durchhalten. Ja. Und genau. Ja, das sind meine Erfahrungen. Und liebe Grüße. Ciao, ciao.